Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudias Beauty Box. Ich freue mich total, dass ihr meine Gäste seid. Ich habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. Meine Haare sehen aus wie Struffi, aber da müsst ihr jetzt mit leben. Es ist Montag, 14 Uhr. Natürlich für euch, für mich ist ja spät abends. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, euch nochmal eine kleine, süße, hübsche, schöne Palette zu zeigen, und zwar die Mini Trio Chrome von Natascha Denona. Richtig, habt ihr richtig gesagt. Ich weiß, ihr kennt mich langsam. Ich wollte eigentlich diese Woche eine andere zeigen, aber ich habe gedacht, komm, ey, solange es sie noch gibt, schnappt sie euch. Ich werde euch zeigen, wieso ihr das machen solltet. Und ja, was soll ich sagen? Lasst uns anfangen. Bis gleich. So, ich habe wie gesagt diese wunderschöne kleine Trio Chrome Palette von Natascha Denona. Ich bin eigentlich nicht so der Blauton. Der Blautypin. Wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich die Farben trotzdem unheimlich ansprechend. Sie passen bestimmt auch super gut zu meinen blauen Augen. Ich werde sie jetzt einfach ausprobieren und dann schauen wir uns an, ob das was hier für uns ist. Ne? Das Besondere an dieser Palette ist halt dieser eine Ton, der, ich weiß gar nicht, ob man das einfangen kann. Also ich sehe den hier jetzt gerade lila. Ihr seht den türkis. Also, es ist unfassbar, unfassbar schön. Wir gucken, was wir draus zaubern. Ich nehme mir einen Fluffy-Pinsel. Ich gehe zuerst in diesen wunderschönen, hellblauen, matten Ton. Den finde ich richtig toll. Und ich habe vergessen, meinen Primer drauf zu machen. Okay, ach ja, egal. So eine Palette muss auch ohne Primer funktionieren. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, sehr schön. Ich gehe ein bisschen größer heute. Sehr schön. Oh ja. Gut. Fertig. Nein, Quatsch. Es ist eigentlich viel zu spät dafür, aber... Ich musste euch ja noch dieses Video abdrehen, damit ihr was sehen könnt heute. Weil das macht mir unheimlich Spaß und man muss mich nicht dazu zwingen, eine wunderschöne Palette auszuprobieren. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal schnell. Ja, ach, ist die schön. Also die Farbe gefällt mir richtig gut. So. Aber sie ist ja nur das Unterwerk sozusagen. Wir gehen weiter da und machen diesen schönen dunkelblauen Ton. Den setze ich mir natürlich wieder als Verbindung zur Augenbraue. Ich gehe etwas rüber und verteile mir das. Schön. Und ich habe echt nur hier reingetipselt. Also es ist sehr, sehr großartig pigmentiert. Heute habe ich auch wirklich Lust, hoppla, einen krassen Look zu machen. Ja, das gefällt mir. So, ich nehme einen fluffigen Pinsel. Ich gehe ein bisschen über die Kanten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte heute gar nicht so
Ich möchte gern, dass es knallt. Und das, denke ich, ja, das gefällt mir. Gut. Aufs Lied nehme ich jetzt diesen Ton. Und ey, habt ihr mal ein blaueres Blau gesehen als das? Das ist doch der Hammer, oder? Ich nehme mir einen flachen Pinsel erstmal und trage mir das auf das bewegliche Lied auf. Zack. Oh, da bin ich gerade ein bisschen an die Nase gekommen. Oh nein. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh, Mann. Moment, so hatte ich das nicht geplant. So, geh mal dahin. So, ein bisschen nochmal die Kante nach und vor allen Dingen an der Nase wegmachen. So, glaube ich das. Ha. Ach, vielleicht auch ein bisschen zu spät dafür, aber seht ihr das, wie wunderschön das ist? Und weil er sich gerade so anbietet, gehe ich mit dem auch unters Auge. Und mache mir damit die Verbindung hier hinten. Das sieht sehr, sehr schön aus. So. Nun kommt's. Ich bin ganz aufgeregt. Ich gehe mit dem Finger in den Triochrom rein. Seht ihr das? Ein Traum. Sieht man das? Ihr seht diesen lila? Doch, da sieht man's. Der Hammer. Der absolute Wahnsinn. So, jetzt nehme ich noch den verbleibenden Ton. Das ist so ein heller Sparkelton. Da nehme ich einen kleinen, runden Pinsel. Gehe damit rein und setze mit denen in den Inner Corner. Ziehe ihn hoch. Und ziehen auch unters Auge. Wow, mir ist allerdings aufgefallen, dass ich hier ein wenig übers Ziel geschossen bin. So. Wunderschön. Okay, so. Das war das. Jetzt trage ich mir noch etwas Wimperntusche auf, wenn ich sie sehe. Da ist sie. Mal
gucken. Mal ordentlich umrühren wieder, weil das ist ja, wie gesagt, meine neue. Die braucht erstmal ein bisschen Zeit zum Eingrooven. Wow. Was sagt ihr? Also ich finde es sehr, sehr schön. Okay, wir setzen mal die Brille auf, damit ich mal wieder was sehe. Jo. Okay, ich nehme meine Lieblings-Blush-Highlighter und hast du nicht gesehen, Palette. Heute nehme ich diesen Ton hier. Nehme meinen Pinsel, gehe auch noch ein bisschen Öl drüber, also man kann da gar nicht so intensiv, ja, sehr schön. Und dieser Korallton, der passt sehr gut. Oh, immer Näschen, Kinnchen, Stirn, ne, kennt ihr ja. Ich gehe in den dunklen Highlighter und trage mit den hier auf, mit der Kante, oder geht das nicht? Ich nehme besser einen Highlighter-Pinsel. Ja, guckt mal, da ist er doch direkt da. Geh ein bisschen auf die Nase, geh ein bisschen unter den Augenbrauenbogen. Mach mir das Lippenherz ein bisschen. Sehr schön. Gefällt mir. Ja. Ich gehe nochmal in den dunkleren Ton und setze mir den ein bisschen unterhalb des Blushes auf. Ja. Auch das finde ich sehr schön. So. Ich verreibe das ein bisschen. So. Ich glaube, der Pinsel, der will nicht mehr so richtig. Der Blushpinsel. Okay, so. Und als Lippenprodukt habe ich mir eine Nude-Lippe ausgesucht. Und zwar die Nummer 007 Amber von ja, Maybelline. Ein Lippengloss, Liftergloss, den ich noch gar nicht probiert habe, deswegen werde ich den jetzt mal ausprobieren. Mal schauen. Oh wow, der ist ja toll. Das ist eine sehr schöne Farbe. Es kommt irgendwie sogar ein bisschen dunkler rüber als in der... Obwohl, nee, doch nicht. Gefällt mir. So. Ja. Ich zeige euch nochmal das Endergebnis. Wow. Also blau, 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 blau. Ne? Blüht der Enzian und auch meine Augen heute. Ich bin flashed. Ehrlich. Was für ein Look. Ich habe heute etwas tiefer in die Farbe gegriffen, weil ich einfach so Lust auf dieses Blau hatte. Und ich finde, das Blau ist
genial zu meinen Augen. Oder? Was sagt ihr? Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir mal einen Kommentar darüber runterschreibt, ob euch das Blau auch zu meinen Augen gut gefällt. Ja. Okay, ihr Lieben. Ja. Was ist die Palette? Ja, die ist natürlich hot. Aber man muss üben, glaube ich. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Triochrom, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, den muss ich mal auftragen auf einer dunklen Oberfläche. Dann sieht der, glaube ich, noch intensiver aus. Der ist wunderschön. Der, jetzt sieht er wieder grün aus. Es ist so lustig, dass ich den lila sehe und ihr grün. Das ist verrückt. Es ist verrückt. Naja, okay. Jedenfalls ist die Palette auf jeden Fall hot. Aber sie ist nicht so gefällig wie andere Paletten von Natasha. Das muss ich auch sagen. Aber sie ist einfach sehr schön. Ihr Lieben, ich ziehe mal wieder meine Brille an. So, ich würde sagen, das war mein Look für Hot oder Schrott für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn ihr mein Abo da lasst, weil über 60% meiner ZuschauerInnen, ja, die haben kein Abo bei mir. Warum nicht? Ich könnte ja immer noch entscheiden, ob ihr es gucken wollt, aber ihr kriegt zumindest eine Benachrichtigung. Und für mich ist das wirklich total schön zu sehen, wie die Zahlen nach oben gehen. Ansonsten gebt mein Video gerne ein Däumchen nach oben, da freue ich mich auch total. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Hot oder Schrott. Da werde ich irgendeine LE aus dieser neuen, also meine etwas preiswertere Palette ausprobieren. So, ihr Lieben, passt bitte auf euch auf. Bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Neues aus Claudias Beautybox. Ich kann es nicht. Okay, bis dann. Tschüss. Eure Claudi.